Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben und immer noch in der Version 1.6. Dieses Wochenende könnte sein, dass die 1.7 veröffentlicht wurde. Das war so angekündigt, aber ich zu dem Zeitpunkt, wo ich hier dieses Video mache, da stehe ich vielleicht ein bisschen weit weg zu. In diesem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, ist sie auf jeden Fall noch nicht draußen. Und daher kann ich euch da nichts zu sagen. Und ihr seht die auch noch nicht. Also ihr seht ihr frühestens irgendwann jetzt im Laufe der Woche. Je nachdem, wann die wirklich rauskommt und wie ich mit dem Video produzieren hier klarkomme. Ja, ihr versteht, was ich meine. So. Irgendwo. Im Nirgendwo. So, da muss ich hin. Da geht das weiter. Ja, wunderbar. Der Case hat die Aufgabe erledigt. Das ist auch sehr schön. Sieht das gut aus. Da liegt eine Kiste Kartoffeln. So. Dann fangen wir mal von hier weg. Bringt jetzt nicht viel, wenn ich jetzt den Überladewagen mitnehme, weil der ist noch leer. Oder, ja, ist leer. Hat also gerade so gereicht, um hier das Feld zu machen. Bisschen Raps habe ich noch. Jetzt geht's weiter mit Raps-Aussaat. Es fehlen noch, warten noch Felder auf uns. Jetzt fahre ich hier auch gleich mal über den Deich. Oh, fremdes Terrain sozusagen. Nein, alles gut. Achso, danke auch übrigens für alle, die sich schon für den Multiplayer-Livestream, die sich da die eine Bewerbung, das heißt jetzt mal in Anführungsstrichen, abgegeben haben. Ja. Einige habe ich bestimmt schon kontaktiert, einige noch nicht. Nur weil ihr noch keine Info habt oder noch nicht kontaktiert worden seid, heißt das nicht, dass ihr nicht mitmachen dürft. Ja, das habe ich euch einfach nur noch nicht kontaktiert, weil ich muss das natürlich auch sichten, muss gucken, wer passt nicht und wo habe ich ein gutes Gefühl, wo nicht. Aber nur weil ich euch noch nicht kontaktiert habe, heißt es auch nicht, dass ich kein gutes Gefühl bei euch habe. Das heißt einfach nur, dass ich euch noch nicht kontaktiert habe, mehr nicht. Macht euch da keinen Kopf. Ja? Können eben nicht alle mitspielen, das geht einfach nicht. Und daher nicht böse sein, wenn euch das Los nicht treffen würde, sollte, könnte, hätte, haben, wie auch immer. Ich fahre mal da hinten weiter hin, weil da macht das ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube, das Feld habe ich noch nie gesehen, weil das habe ich letztes Mal erst gekauft. Ne, jetzt habe ich ja. Special. 18. Automatisch. Startposition. Vorgewende. 3. Rechnen. Speichern. 18. Sehen. Hier machen wir Raps drauf. Und dann geht's hier schon weiter.
hier wird Raps gesät. Ja, der Wario läuft. Wie sieht es mit dem Xerion aus? Der fährt auch. Das ist alles schön. Müssen wir nur noch Überladewagen haben, die voll sind. Ich muss mir auch unbedingt noch so ein Förderband kaufen für die Schweine. Aber erstmal verteile ich Mehl. Und hole Mehl. So, jetzt hole ich da Mehl ab und dann kommt bestimmt in der 1.7, bringe ich alles Mehl, bringe ich jetzt zur Bäckerei und in der 1.7 kommt dann irgendwo was hin, wo wir auch Mehl gebrauchen können oder so. Ah, das wäre schade. Nein, egal. Ich hole jetzt hier Mehl ab. All you can Mehl. Jetzt holen wir uns hier das Mehl. Und die letzten beiden holen wir uns auch noch gleich. Erstmal laden wir hier noch ein bisschen über. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal hier lang und schmutzig. Haben wir jetzt erstmal Mehl. Fehlt denn überall Mehl? Ja, also hier auf jeden Fall. Fehlt hier sonst was? Mehl haben wir.
wir auch noch alles. Vier von oben, 37.000. Ja, dann müssen wir hier noch mehr Mehl in der Mitte. Okay. Das nehmen, was er braucht. Wenn das alles ist, ist das alles. Wunderbar. Ja, die Gelduhr fließt auch noch schön fleißig nach oben. Dann können wir gucken, was wir noch verkaufen können. Ja, Brot und Krabben verkaufen wir doch schon gerade. Eier möchte ich jetzt nicht verkaufen. Kartoffelsack. Ah, ich könnte auch mal wieder in die Molkerei und gucken, was da Sache ist. So, ja, der Case Optum ist gleich leer. Ich sehe das. Aber ist eben so. Erstmal Molkereiprodukte hier holen. Ja, ist der hinten auch voll? Ja, noch nicht, aber gleich. Wenn ich hier rausfahre, ist der bestimmt auch voll. So. Molkereiprodukte. Die denn jetzt verkaufen? Ist hier sonst denn alles? Nö. Na doch, ist mal alles da. Nicht viel, aber es ist alles da. Wo können wir die denn jetzt am gewinnbringendsten verkaufen? Freue mich bei Edeka. Ja, wir fahren jetzt zu Edeka. Ist in Edeka jetzt dicht? Mit Molkereiprodukten. Einfach so. Weil wir es können. Ja, den Optum würde ich ja gerne auffüllen. Kann ich aber gar nicht. Weil ich gerade gar keinen. Gar nichts zum Auffüllen habe. Schade, 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 schade. Vorne ist die Bank. Da will ich aber gar nicht hin. Ja, eigentlich zu Edeka. Ja, da will ich hin. Wir müssen jetzt einfach mal Kohle verdienen. Kohle, Kohle, Kohle.
ohne Rücksicht auf Verluste. Können wir irgendwie noch ein paar Felder kaufen. Zack. Und die Gelduhr schießt in den Himmel. Jetzt fahren wir mal ins Lager. Guck mal, was wir da noch so an Animositäten haben. Blenden lassen. Natürlich Quatsch, hier links rumfahren müssen. Egal. So, das Feld hier ist auch bald gesät. Boah, da habe ich ja noch. Ach, ich habe ja noch die Felder 8, 9 und 12. Ach, so riesen Felder. Da drauf pflanze. Wenn ich da auch Raps drauf pflanze, dann brauche ich die nächsten 10 Jahre keinen Raps mehr. Wir holen jetzt alles aus dem Lager raus, was da drin ist. Egal in welcher Reihenfolge. Und Fisch. Ja, holen wir raus. Beladung an. Hier, Beladung an. Rotkohl. Beladung an. Alles rausholen. Alles verkaufen. Apfel haben wir nicht mehr. Birne raus. Damit das Lager leer ist. Kirsche. Mehl, kann man nicht. Zucker, raus. Wobei, Zucker, vielleicht nicht. Zucker kann ich woanders gebrauchen. Okay. Raus. Tomaten. Na, Tomaten auch noch nicht. Salat. Das war's. Das war's auf dieser Seite. Hier eigentlich alles raus. Boah, Leerpaletten. Geil. Cool. Ladung an. Leerpaletten kann ich ja auch immer gebrauchen. Das hier hauen wir einfach alles bei Edeka, Lidl irgendwie weg. Das interessiert mich gar nicht weiter. Muss einfach nur raus. Zucker können wir zur Bäckerei bringen. Oder zum Ketchup. Auch Ketchup auch. Ja, ne? Mal eben kurz hier, Entschuldigung, gucken. Sorry. Das will ich, weiß. Ja, der fängt sich schon noch. Nö, den wollen die eigentlich nicht. Ah. Naja, okay.
Der Ware hier muss erstmal aufgefüllt werden. Nein! Nicht so kurz vorm Schluss. Hey, wollte ich mich eigentlich alle verkacken. Das war bei dem Optum doch genauso. Ach, Quatsch. Aber ich muss hier eh nochmal eingreifen. Das schön machen. Hallo. Oder war das jetzt zu dicht? Das war zu dicht, alles klar. Wir verdienen auch immer noch Geld. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp. So. Das machen wir noch eben und dann ist die Folge vorbei. Vielleicht heute Abend, vielleicht morgen Abend. Livestream, weiß ich noch nicht. Schau ich mal, überlege ich mir noch. Ja, morgen gibt es auf jeden Fall wieder eine ganz normale Folge. Oh, Mittwoch. Ach, Dienstag gibt es dann ja zwei Folgen, wa? Ah, krass. Du besitzt dieses Feld nicht. Nee, ich weiß. Das Feld besitze ich nicht. Aber dieses Feld besitze ich hier. Genau darum geht's mir ja. Und dann gucken wir uns eben schnell die anderen Ecken an. Jo. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt. So mit Like und Kommentar und Abo. Ne? Wisst ihr. Gerne da lassen. Freut mich. Und vielleicht sehen wir uns ja im Livestream. Vielleicht habt ihr euch ja auch beworben. Vielleicht seid ihr ja sogar selber mit im Livestream dabei. Wenn es denn heute einen gibt. Das kann ich noch nicht versprechen. Dafür ist die Produktion dieser Folge viel zu weit im Vorfeld. Aber, nein, wir gucken mal. Wisst ihr was, das kann ich auch alleine machen hier, oder? Da muss ich auch nicht mit langweilen. Ich sag dann erstmal ciao.